Schalkes Hinrunde, aber in Memes. Oh. Zweimal von der langen Zeit weit, weit entfernt in einem Malocha-Club? Okay, ich bin gespannt. Let's go! Episode 4. Eine neue Hoffnung. Im Pott gab es endlich die Wende. Nach einem schmerzhaften Abstieg und einer chaotischen Zweitligasaison ist Königsblau wieder erstklassig. Nachdem man Montpellier komplett über den Tisch gezogen hat. Was für dicke Eier hat bitte Rufen Schröder? Zieht Montpellier komplett über den Tisch? Und was war das? Und klaut wem seinen einzigen Torwart? Hertha seinen einzigen Torwart. Nachdem man Montpellier komplett über den Tisch gezogen hatte, Hertha ihren einzigen vernünftigen Torwart geklaut hat und RB Leipzig bei Kral ausgestochen hat, spielt man wohl nächste Saison wieder Champions League gegen City, Ajax und Porto. Unter der Leistung des neuen Trainers Frank Kramer geht es in das Abenteuer Bundesliga. Doch schon die Hinrunde stellt die Nerven und Psyche der königsblauen Fans auf die Probe. Digga, wie gut ist das jetzt schon? Und es nach 85 Minuten immer noch 0-2 steht. Wir drehen das irgendwie. Wir sind Schalke 04. Wir drehen das. Fickt euch ins Knie. Sieht Salazar. Natürlich. Salazar und das Tor. Ins Glück. Und jetzt ist Schluss. Schalke ist wieder erstklassig. I'm a racing car. Ja! Sieht man das? War eine lange Nacht gestern. Ich hasse Pauli. Obdachlosen Zecken. Was für dicke Eier hat Rufen Schröder bitte? Zieht Montpellier komplett über den Tisch, klaut Hertha ihren einzigen vernünftigen Torwart und sticht RB Leipzig bei Kral aus, Schalke 04 spielen wohl nächstes Jahr wieder Champions League gegen Porto, City und Ajax. Ey, was ich über Mollet weiß, der hat 78 in FIFA. Ich glaube, Schwolo kann uns auch weiterhelfen. Rodrigo Salazar. Ich breche dir alle Knochen im Leib. Gegen mich hast du keine Chance. Not good. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Das Beste ist einfach ein Flutschfinger. So, genug Schabernack. Hui. Zeig mal bitte deine dicken Eier, Rufen. Das typische Topspiel der Woche. Gibt's auf Schalke Topspieler oder wie? Lieber Gott, alles aber keine Niederlage gegen Schalke, bitte. Der Fan hat recht, dann müssen wir halt ein wenig zaubern. Das Beste ist einfach ein Flutschfänger. Boom. Der allseits bekannte Trainingsweltmeister Kruse schon wieder nicht in der Wölfe-Startelf. Wieso schieße ich eigentlich nicht? Das liegt daran, dass Simon Terodde wird die Hater verstummen lassen. Ist das geil, Digga. Es ist so traurig, aber so gut. Jetzt bist du eindeutig zu weit gegangen. Castells. You wanna see me do it again? Was soll ich sagen, Bruder? Wey! Wey! Okay! Köpf für Torsby! Mach's besser.
Heißt wieder Sven Mickel Batsch 6-1 Berlin. Good. Hätte Union Berlin Bock gehabt. Digga, warum komme ich da denn die ganze Zeit drin vor? Was soll das denn? Mickel Batsch 6-1 Berlin. Good. Hätte Union Berlin Bock gehabt, hätten die uns 8-9-1 wegschießen können, weil Schalke nichts gemacht hat. Letztes Gemetzwurf. Oh, fuck. Ist das ein bitteres Debüt für die Liverpooler Leihgabe? Fällt Jude Might become Sportchef von Liverpool im Sommer. Was, Bruder? Schalkes Überzahl kaum sichtbar, weil Schalke nichts gemacht hat. Minute 89. Merci, 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 merci. Immens. Männer, wir brauchen dringend 3 Punkte. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit. Weiter weiß ich nicht. Irgendwie so. Reis blieb in Bochum und reiste nun mit dem VfL nach Gelsenkirchen. Well, well, well. How the turntables. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums. Die pure Erleichterung bei Schalke, der erste Saisonsieg, eingetütet. Ja, heute ist dann das Quäntchen Glück dann trotzdem auf unserer Seite. Wir haben hart dafür gearbeitet, war ein intensives Spiel. Oh! Digga, wie gut ist das denn, Alter? Das ist ja geisteskrank. Ist das gut, Digga? Nein, es laggt, der Saisonsieg, eingetütet. Ist das ja, gut? Heute ist dann das Quäntchen Glück dann trotzdem mal auf unserer Seite. Wir haben hart dafür gearbeitet, war ein intensives Spiel. Ey, die ganze Zeit Angst, dass ich Nasenbluten krieg. Und hat sehr schnelle Leute vorne, die spielen ziemlich kombinieren schnell. Ich glaube, da wird Schalke große Probleme haben. Gegenhalten einfach nicht hinten reinstellen, das ist so meine Sache. Aber unser Papa, der wird da rangehen, außen die Muschi und dann werden wir die wegknallen. Ne? Was? Kombinieren schnell, ich glaube, da wird Schalke große Probleme. Gegenhalten einfach nicht hinten reinstellen, das ist so meine Sache. Aber unser Papa, der wird da rangehen, außen die Muschi und dann werden wir die wegknallen. Ne? Bisher 0-0 zu Pause. Geil, endlich raus aus der Krise. Schwachgelbe Liebe, ich geb einen Fick auf West 04 Fotzen. Der Lokalpatriot hätte ich noch Haare, träg ich Fokuhila. Das war auch so ein Trümmerbruch, ne? Das kannst du nicht ausdenken. Wir es einfach von Marius Wolf zum Derby eingeladen. VIP-Loge, alles schön, alles gut. Der Wichser macht die ausgerechnet die Vorlage. Und eine Stunde nach Abpfiff fahre ich mit dem zu ihm nach Hause. Bruder, das war ein Bruch. Und Amar ist mir so auf die Eier gegangen. Der Scheiß ist der mir auf die Klöten gegangen. Danach, 70. Geburtstag meiner Tante, bis 0 Uhr, ein aufgeladen. Danach ins Bermuda-Dreieck mit den Jungs Frustsaufen. War eine geile Nummer. Nächsten Morgen gehe ich hin vom Broski nicht mehr fahrbereit. Lokalpatriot hätte ich noch Haare, träg ich Foko. Einfach Levin so. Ich will mal Locher sehen und keine reichen Fußballspieler. Let's go! Max Kirche, Digga. Boom. Bruh. Hey, das können wir auch. Maschallah! Und Schalke hat jetzt Blut geleckt. Tom Kraus, was ein Spieler. Fußballspielen macht ja richtig Spaß. Augsburg weiß überhaupt nicht mehr, was passiert. Oh, fuck. Geil, das kann gar nicht mehr schief gehen. Wer würde sowas noch verkacken? Who else but FC Schalke 04. Go down! Thank you.
Aber ich stelle mich jetzt hier hin. 3. Oktober 2022. Jedes Spiel, dass du diesen Trainer länger im Amt hältst, ist ein verlorenes Spiel. Fußballexperte. Fußballexperte. Episode 5. Eine neue Hoffnung. Schon wieder. Schalke geht mit Thomas Reis in die Mission Klassenerhalt. Daily News. Gute. Bei Schalke geht es mit Thomas Reis endlich bergauf. Like that's ever gonna happen. Diese Marubiterofu. Mach's doch selber, alter Mann. Digga, wenn wollt ihr... Digga, das hat mich im Stadion so getriggert. Vincenzo Grifo. Super Spieler. Aber Bruder, Vincenzo Grifo. Was meint ihr, macht er in dieser Situation? Ob der auf seinen berühmt-berüchtigt starken rechten Fuß auftritt? Was meint ihr? Ihr denn verarschen. Boom. Jedes Spiel ein Kampf. Geil, neuer Trainer. Schön Eier kraulen auf Bank. You're as cold as ice. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Rein ins Weserstadion, rein ins auseinandergedriftete Aufsteigerduell zwischen dem 8. und dem 18. Nope. Was ist denn das für ein Kombi? Ach, scheiß drauf. Wenn sie auch ungeimpft ist? Was, Digga? Jungs, da müssen wir uns ab... Digga, der VAR-Jubel war cold. Cold! Stand ich in der Nordkurve, habe ich mir einen reingestellt, hat sich gut angefühlt. Bei Gegenwehren jetzt, das ist ja peinlich. Geil, 1 gewonnen, mit etwas Glück gehen wir mit einer Siegesserie in die Winterpause. Wenn es irgendwie eine Hoffnung für Schalke gibt, dann ist das die Winterpause zu nutzen. Oh mein Gott, Winterpause zu nutzen. Wow, 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 hey, 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 hey. Wir können ja wirklich nahtlos in den Schalke-Talk übergehen. Wir können ja wirklich nahtlos, also das ist ja super.